Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch zusammen nochmal Zeit verbringen darf. Wir haben ja am letzten Samstag haben wir im Rahmen des Energierundgangs hier zu Evelen verschiedene energetisch speziell und auch sehr toll gemachte Häuser besuchen. Zwei davon waren von euch zwei, bei dir, Peter Merz, wo wir jetzt gerade hier in der Stube dürfen die Aufnahmen machen. Und bei dir, Huldi Hug, sind wir auch noch gewesen, dein spezielles Haus anzuschauen. Warum haben wir das gemacht? Vielleicht das einfach noch für die Zuschauer ganz kurz rekapitulieren, warum wir jetzt hier zusammen sitzen. Wir haben von der Energiekommission Seevalen uns zum Ziel gesetzt, dass wir als Leitsatz grundsätzlich von der Gemeinde her im Gleichgewicht möchten sein für Generationen. Und ein Aspekt davon ist eben auch die Bevölkerung zu sensibilisieren für verschiedenste ökologische Herausforderungen, die wir haben, aber eben auch energetische und darum eben Energiekommission. Und haben im Rahmen von dem eben verschiedene Bauprojekte besucht mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich dafür interessiert haben. Ich möchte eigentlich gerade mit dir starten, Peter, wenn das okay ist. In deinem Haus, du hast ja recht ein spezielles Haus auch selber konzipiert und gebaut. Was ist denn da die Grundidee gewesen, mit der du an das Ganze hergegangen bist, wo ihr mit dem Doppel-Einfamilienhaus 1994 gestartet habt? Also bei der angefangen haben wir eigentlich das Zweite, das war Hans-Jakob Diener, mein Nachbar dabei. Er war Baubiologe und unser Grundinteresse war dann, ein baubiologisches Niedrigenergiehaus zu bauen, das aber nicht mehr kosten darf als ein konventionell gebautes Haus. Okay. Und das war natürlich eine relativ schwere Voraussetzung. Ja. Wie haben wir jetzt das realisiert? Also ich denke, Finanzen ist immer etwas, was die Leute auch interessiert. Also was haben wir da umgesetzt? Also wir haben unser Geld haben wir vor allem in die Wärmedämmung investiert. Ja. Dann haben wir versucht, so wenig Gift wie möglich in das Haus zu tragen. Ja. Also natürliche Produkte zu verwenden. Ja. Und Geld gespart haben wir im Innenausbau, indem wir die rohen Materialien gezeigt haben und eigentlich gar nichts verkleidet haben. Ja. Du sagst jetzt gerade, ihr habt sehr, sehr gut gedämmt. Ihr arbeitet aber auch noch, so wie ich das am Samstag verstanden habe, vor allem mit der passiven Sonnenenergie-Nutzung. Das heisst, grosse Fenster auf Südseite. Das allein reicht, um ein Haus warm zu halten? Das reicht fast. Wenn wir nicht im Felsli wären, wo wir im Winter sehr wenig Sonne haben, sondern wenn wir vielleicht dann ein bisschen an einer erhöhten Sonnenlage im Triesenberg mit dem Haus wären, dann würde es langen. Also da müssen wir es einfach mit dem Holzofen, den wir dann haben, müssen wir noch etwa 2,5 Stier dazu heizen, ja, pro Jahr. Aber die passive Sonnenenergie, die Nutzung, die ist natürlich vor allem eben, weil wir genau nach Süden orientiert sind und alle in dem Haus haben wir eigentlich nur drei Haupträume und die drei Räume sind nach Süden orientiert. Und im Norden haben wir eine sogenannte Pufferzone, wo wir Räume haben, die nicht geheizt sind. So haben wir eigentlich, fangen wir die Sonne optimal ein. Dann haben wir auch noch, bei solchen Häusern ist ja vielfach dann nicht nur das Heizen im Winter das Problem, sondern das Überhitzen im Sommer. Und darum sehen wir hier vorne dran die Balkone, die sind so konzipiert, dass im Hochsommer mag nie ein Sonnenstrahlen an die Gläser her. Und im Winter, wenn die Sonne tief ist, dann mag eben die Sonne bis hinter der Ofen dort, also relativ weit ins Haus hin und kann so das Haus aufwärmen. Was aber dann auch noch dazu braucht, ist, dass man die Energie, die die Sonne bringt, dass man die irgendwo speichern kann. Ich glaube, ich weiss jetzt in dem Fall, was deine nächste Antwort wird sein wird, nämlich auf die Frage, die ich hätte, was das nämlich für eine komische Wand ist dort hinten. Jawohl. Da haben wir eine Wand, die nicht aussieht wie etwas, was man normalerweise in einem Wohnzimmer sieht. Oder hast du so eine Wand bei dir, Huldi, in deinem Haus? Eine ähnliche. Also für die Zuschauer vielleicht kurz erklären, was man jetzt auf der anderen Seite des Raums sieht. Das ist eine sogenannte... Das ist eine Stampflehmwand. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Dreck aus einem Aushub, der bindig genug ist, dass man ihn stampfen kann und dass er nicht auseinanderbröselt. Ursprünglich wäre eigentlich die Idee gewesen, dass wir den Aushub von unserem eigenen Haus in die Wand einstampfen. Und das hat dann leider nicht funktioniert, weil es einfach ein sandiger Boden war.
Dann haben wir dann das Material schlussendlich von einem Aushub in Azmos bekommen. Und das sind jetzt gestampft, sind das 50 Kubik Lehm. Das heisst, die Wand ist 10 Meter lang, 10 Meter hoch, 50 cm dick. Da sind wir eine Weile dran gewesen. Da sind wir eine Weile dran gewesen, ja, richtig. Das denke ich mir. Okay. Und das Erstellen von dieser Stampflehmwand ist auch nicht in den Baukosten erschienen, weil das war reine Fronarbeit mit einem Haufen Kollegen zusammen. Das nehme ich an, hat einen guten Znacht gegeben. Ja, mindestens einen guten. Du hast am Anfang noch erwähnt, eine gute Dämmung war für dich das A und das O gewesen. Gibt es noch weitere Merkmale, die das Haus, sag ich jetzt mal, auszeichnet, das du gebaut hast? Also einerseits ist es wichtig, dass ein Haus sehr gut gedämmt ist. Das ist in dem Fall so, dass man den Boden mit 30 cm, die Aussenwand mit 24 cm und das Dach sogar mit 35 cm gedämmt haben. Darf ich da ganz kurz unterbrechen? Du bist ja auch vom Fach, dir sagen die Zahlen etwas. Was ist denn Norm jetzt im Vergleich? Also, wenn ich jetzt eine Norm vom Kanton St. Gallen einhalte, komme ich meistens mit 16 bis 18 cm Dämmung aus. Also über den Daumen gepeilt, du hast das Doppelte gemacht, mehr oder weniger überall. Fast, ja. Aber das war vor 22 Jahren. Damals sind die Vorschriften noch ganz anders gewesen. Also dort musste man noch viel weniger müssen dämmen. Ja. Dann aber das Zweite, was sehr wichtig ist, ist einerseits, dass das Haus luftdicht ist. Also es soll sehr gut gedämmt sein, es soll aber luftdicht sein, dass es nie einen Nier zieht. Und dann aber dampfdiffusionsoffen. Das heisst, die Feuchtigkeit, die im Raum erzeugt wird, muss über die Aussenwände, über die Dachfläche abgeführt werden können. So kriegen wir mit der Lehmwand zusammen, die auch Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, kriegen wir in diesem Haus eine ganz andere Wohnqualität, wieder in einem konventionell gebauten Haus, das ziemlich dampfdicht ist. Ja. Wo ich jetzt gerade aus eigener Erfahrung auch sagen kann, was zwar toll ist, es ist super gedämmt, aber du hast natürlich die Problematik, wenn ein Haufen Leute drin sind, dass dann je nachdem eben die Feuchtigkeit auch viel zu viel rum ist, je nachdem. Ja. Die Absorptionsfähigkeit, also das rohe Holz und vor allem die Lehmwand, wo Feuchtigkeit und Gas sehr gut buffert, oder? Ja. Also gerade in Küche oder Bad, wo es richtige Dampfschläge gibt, eigentlich, dass die dort weg absorbiert werden und wieder abgehen, wenn sie zu trocken werden. Das kann ich nur unterstützen. Also in unserem Badzimmer, da ist noch nie ein Spiegel angelaufen beim Duschen. Also die Feuchtigkeit, die dort entsteht, wird durch die Lehmwand sofort direkt aufgenommen. Und irgendwann, wenn es dann wieder zu trocken ist, wird die Feuchtigkeit wieder abgeben. Sehr interessant. Also ich habe bei dir wirklich ganz Neues gelernt, als wir dein Haus anschauen kann. Du hast auch ein Niedrigenergiehaus gebaut. Kannst du vielleicht das gerade ergänzen? Hast du diese Komponenten auch berücksichtigt? Hast du was anderes gemacht? Kannst du das mal ein bisschen von dir erzählen? Ich habe anders gelöst, weil dort, wo wir gebaut haben, haben wir müssen pfählen. Und das hat bedingt, dass es eine Betonplatte braucht unten. Und wir haben diese Betonplatten als Speicher genutzt. Also wir haben darunter etwa 60 cm isoliert, unter dieser Betonplatte, also mit Schaumglasschotter und Schaumglasplatte. Und haben dann in die Betonplatte zugleich noch Heizschlangen eingelegt, im Beton hier, also Betonkernaktivierung, sagt man dem, damit auch der Nordteil vom Haus noch über Kollektor dann bei sehr tiefen Temperaturen, Vorlauftemperaturen, kann beheizt werden. Und, ich habe dann die Aussenwände auch sehr gut isoliert, Licht gebaut. Und alle Innenwände, alle Trennwände sind mit Kalksandstein nur sehr dünn verputzt, dass eben auch die passive Sonnenenergie sehr schnell eingelagert werden kann. Also eine 4 Stunden Sonne, die wir im Winter haben, dass dort wieder für die nächsten 20 Stunden die Wärme eingelagert werden, ohne dass die Raumtemperatur sofort ansteigt. Also kannst du mir vielleicht noch kurz sagen, warum hast du jetzt genau diese Art Fundament gewählt und zum Beispiel nicht über einen Wasserspeicher? Das würde ja auch sehr gut Wärme
speichern können, also irgendwie über eine grosse, sag ich, wie ein Wasserreservoir unter dem Haus. Wäre das eine Option überhaupt? Ja, oder? Ich schaue schon, dass man mit möglichst wenig Technik eigentlich auskommt. Ja. Also das Erste ist immer eben möglichst wenig brauchen, gute Dämmung. Ja. Mhm. Was reinkommt, ohne irgendwie wirkliches Teil, ohne einen südlichen Rollladen oder so, auch mit dieser Beschattung. Bei uns ist der Kollektor, der die Beschattung macht. Ja. Ohne bewegliches Teil, Gratis-Energie auf 100 Jahre, geht nichts kaputt dran. Oder? Das ist ausser vielleicht das Glas mal. Aber, also wirklich das Prinzip vom Low-Tech eigentlich, ja, ist jetzt wirklich ja. Möglichst wenig. Wobei es heute jetzt wieder bessere Gläser gibt, wo sehr viel wo auch günstiger geworden sind. Und wenn wir jetzt im zweiten Haus nebendran bei uns jetzt eingesetzt haben, das, ist eigentlich gerade mit dem Glas, wo einen guten G-Wert hat, wo sehr viel Wärme auch einlässt und wenig raus. Die sind jetzt so günstig geworden, dass man also kann sagen, das ist die Massnahme, die am meisten bringt pro Franken, die ich investiere. Da wären wir eigentlich gerade an einer Frage, wo mich auch noch interessiert, also nicht jeder hat ja die Möglichkeit, von Grund auf ein neues Haus zu bauen. Also das haben wir ja auch so ein bisschen in unserem Raum gegangen, ein bisschen gemerkt, die Leute haben es genial gefunden, was sie verwirklicht haben. Und haben aber dann gleichzeitig gesagt, ja, ich habe jetzt schon mein 40-jähriges Haus daheim stehen und ich würde gerne etwas machen. Ihr seid beide vom Fach. Was wären denn jetzt von euch aus gesehen so Tipps oder Hinweise, wo ihr würdet sagen, was sind so die einfachsten Komponenten, die der Häuslebesitzer machen kann, um sein Haus energetisch auf Vordermann zu bringen? Also ich finde es wichtig, dass bevor man irgendetwas anfängt, dass man das Sanierungskonzept machen lässt. Da, wo man dann sieht, also das Erste, was man am längsten kann auswechseln kann, das sind sicher die Fenster. Das ist das, was der Huldi gerade vorhin gesagt hat. Dort kann man am meisten rausholen. Ist aber wichtig, dass man alles andere schon geplant hat. Also eine Fassadensanierung, dass die geplant ist. Nicht, dass man Fenster ersetzt und nach der Liebige nicht mehr kann dämmen. Also man muss das dort schon anschauen. Dann das Zweite, nach den Fenstern sind dann wirklich Dämmungen anzuschauen, also vor allem das Dach. Über das Dach geht sehr viel Energie verloren oder über den Restlichboden. Dann auch die Dämmung gegenüber dem Keller, den man hat. Mhm. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und erst ganz am Schluss, wenn man alle Massnahmen getroffen hat für die ganze Gebäudehülle, dass man die saniert hat und viel weniger Energie braucht, erst dann schauen, was für ein neues Heizsystem das man einsetzen soll. Weil wenn man es gut gemacht hat, braucht man fast keine Heizung mehr nachher. Okay, das ist eigentlich ein spannend. Du vertrittst das auch. Ich finde es noch spannend, weil wenn man sonst so ein bisschen mit den Leuten redet, sagt man häufig mal, ja, jetzt, wenn die Ölheizung abläuft, dann geht mal irgendwie eine neue Heizung. Aber das ist natürlich auch technisch unter Umständen, braucht es dann nachher auch etwas ganz anderes, je nachdem, wie man denkt. Viel kleinere Heizung, man muss dann viel weniger Energie erzeugen. Ja. Und eine grosse Heizung ist eigentlich immer ein Energieverlust. Ja. Also wirklich zuerst die ganze Hülle machen, die ganze Sanierung machen, optimieren. Und nachher das Heizsystem anpassen. Ja, ich habe letztens im Fall, als ich gefragt worden bin, auch, wie man das Haus sanieren könnte. So ein Haus aus den 60er Jahren, wo es einsamte Styropor auf der Betonplatte im Dachgeschoss hatte. Und nie Schnee auf dem Dach in dem Fall. Ja, wenn man jetzt das Gesamtsanierung nur schon daran gedacht hat, dann ist man irgendwo auf 400.000-500.000, oder? Und dort habe ich jetzt auch müssen sagen, die Heizung, die ist jetzt einfach langsam durch und dann tun wir jetzt zuerst mal einfach eine Pelletheizung hin und dann bist du mal vom fossilen Brennstoff auf einen erneuerbaren Brennstoff. Braucht zwar immer noch gleich viel, Kilo oder gleich viel Kilowattstunden eigentlich, aber man ist wenigstens mal auf der erneuerbaren Seite und dann kann man sich langsam anfangen überlegen, wie finanziere ich jetzt das und jetzt allenfalls eine Wohnraumerweiterung noch, tut man noch den Dachstock ausbauen gerade in diesem Zug.
Das kommt jetzt vielleicht etwa 4-5 Jahre später. Oder? Ich glaube, erwähnenswert ist ja da auch noch, das ist ja auch noch ein Thema gewesen, das wir noch angeschaut haben, die Fördergelder, die man überkommt, respektive das neue Energiefondsreglement von Seefallen, wo man ja eben auch eine grosse Änderung ist. Vorher hat man ja immer müssen, ihr korrigiert mich, wenn ich das falsch sage, jeweils mindestens zwei Sachen gleichzeitig erneuern, also zum Beispiel Wand gegen aussen oder Boden gegen Aussenraum und Fenster oder irgendwie Dach und Fenster oder so irgendetwas. Und da hat man ja jetzt das angepasst, dass man auf der einen Seite eigentlich ist es ein bisschen schade, oder, dass man die Ganzheitlichkeit verliert. Man ist jetzt nicht mehr gezwungen, um mehrere Sachen miteinander zu machen. Aber auf der anderen Seite kommen wir diesen Leuten entgegen, wie jetzt du beschreibst. Wenn ich eine Gesamtsanierung anfasse, muss ich irgendwie eine 500.000 in die Hand nehmen. Wer hat das schon so schnell auf der hohen Kante, wo man die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch zu sagen, ich mache jetzt einfach mal die Fenster. Dort, wo es am meisten rauszieht, die 20.000, die habe ich jetzt gerade. Das kann ich mal machen und ich sage jetzt mal ein bisschen abfällig, ich gehe in der Salamitaktik daher. Im Endeffekt aber ja trotzdem einen Schritt zur... Das hat noch einen weiteren Vorteil. Nicht nur Fördergelder kriegt man, sondern man kann auch über mehrere Jahre Steuern sparen. Weil die Sachen, die man in die Sanierung von Gebäuden investiert, die kann man am versteuerbaren Einkommen abziehen. Richtig. Und wenn ich natürlich in einem Jahr 400'000 Franken investiere, dann kann ich nur einmal praktisch keine Steuern zahlen. Wenn ich aber viermal 100'000 Franken investiere, kann ich viermal 100'000 Franken abziehen. Ja. Und das macht dann eben auch noch wieder einiges aus an Geld, das ich einsparen kann. Und das finde ich, ist wichtig, dass man das den Leuten eben auch mit auf den Weg gibt. Dass es vielfach sinnvoller ist, über 2, 3 oder 4 Jahre eine Sanierung durchzuführen, weder alles gerade sofort aufs Mal. Du sagst, es ist aber wichtig, dass man das Gesamtkonzept hat. Also genau. All die Anschlüsse, also auch die Übergänge von Dach und Fassade. Ja. Es ist manchmal sinnvoll, die alten Sparren abzuhauen und das neue Dach darauf zu isolieren. Und das hat wieder Auswirkungen auf die Fassade. Also, richtig. Also die Planung muss ja das Ganze von Anfang an gemacht werden. Ich denke, da sind wir uns einig, das ist ja wahrscheinlich wie überall. Oder? Wenn man im Nachhinein irgendetwas muss neu machen oder ändern, kommt uns das immer teurer, als wenn man das von Anfang an schon mitbedacht hat. Vielleicht einfach, um noch so ein bisschen einen grösseren Rahmen noch mal zu machen. Mit welchen Massnahmen oder Techniken werden Energieprobleme effektiv gelöst? Und wo glauben Sie aber auch, dass es zum Teil einfach eine Verschiebung gibt? Oder sogar eher noch mit Grauenergie nachher noch quasi einen Schuss hinten raus, wo man gegen raus sagt, ja, wir haben was zu tun, und gegen hinten raus ist es dann eigentlich eher kontraproduktiv. Gibt es da noch so ein bisschen Fallen, wo man muss aufpassen, wenn man etwas möchte sanieren? Gibt es eindeutig. Ja, bitte. Also, alles, was irgendwie mit Strom Wärme erzeugt. Strom ist so eine hochwertige Energieform, man kann 1000 Grad anbringen damit, man kann chemische Prozesse, man kann mechanische Energie sehr effizient umsetzen. Und Raumwärme von 20 Grad anbringen mit Strom ist mir irgendwie suspekt. Okay. Vor allem auch darum, weil es gibt einfach dann im Winter ein Problem, vor allem im Dezember, Januar. Dann ist der Strom im Netz europäisch gesehen zu 80% kommt aus thermischen Kraftwerken. Nein. Und die Stauseen, die sind im November schon geleert. Und wir dürfen das jetzt einfach nicht als Schweiz sehen. Ja, wir haben einen Haufen Stauseen und Wasserkraft. Wir müssen den Strom als europäische Sache sehen. Ich habe dort ein bisschen Probleme mit Wärmepumpen. Ja. Also, es gibt die Zahl, dass wenn man die Schweiz jetzt von einem Moment auf den anderen mit Wärmepumpen heizen möchte, dass man dann die Pumpspeicherkapazität etwa verzehnfachen müsste. Und wenn man sieht, dass jetzt das Lindt-Limmer-Kraftwerk ein Drittel von der ganzen Pumpspeicherkapazität
bringt, dann müssten 27 Quintal immer gebaut werden, nur damit wir im Dezember, Januar genug Strom haben, oder, für all die Wärmepumpen. Aber es ist klar, dass man zuerst muss oben runterkommen mit dem Verbrauch und dann... Du hast jetzt eigentlich auch nicht darauf an, welche Form das man wählt, aber im Grunde genommen, wenn man Strom braucht, um Wärme zu erzeugen, dann ist das Problem nicht gelöst, sondern mal auf Kraftwerke und Stromerzeuger verschoben. Oder? Du hast jetzt einen Aspekt genannt, also die Geschichte vom Strom. Ich kann mich erinnern, ein Diskussionspunkt in unserem Rundgang war auch noch die Sache, mit was wird gedämmt. Ich glaube, das war ja auch noch so etwas gewesen. Also Dämmen ist ja gut und recht, aber wenn man an irgendwelches Erdölderivat hat, irgendwas reinstopft, das nachher wieder graue Energie in sich beinhaltet, dann muss das Haus dann verdammt lang stehen, sage ich jetzt einfach mal, das ist so. Damit das wieder rauskommt. Zum Dämmen haben wir sehr gute natürliche Materialien oder auch Recycle-Materialien. Also das Haus ist zum Beispiel mit Zellulose gedämmt, das ist Altpapier, Zeitungspapier recycelt. Man kann aber auch andere Materialien verwenden und wichtig ist, dass man die Materialien so nah wie möglich aus der Region hat. Also, und dass man eben auch den Energieaufwand anschaut, was es braucht, um die Materialien herzustellen. Also ich habe nichts dagegen, wenn jemand mit Steinwolle ein Haus dämmt. Da haben wir wenigstens die Produktion in der Nähe. Mhm. Aber wenn wir den Energieaufwand anschaut, den die Steinwollproduktion hat, dann muss man sich dann schon wieder hinterfragen. Ganz zu schweigen natürlich von allen diesen Kunststoffdämmungen, die heute verwendet werden. Das ist ein Sollprodukt und dort ist für mich dann auch die Frage später, wie wird das entsorgt. Weil man sollte ja das Haus nicht nur anschauen, wie man es baut, sondern eigentlich sollte man das Haus planen, von der grünen Wiese bis retour zur grünen Wiese. Ja. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, sind das eigentlich zwei Aspekte. Das eine, die Ökobilanz, die gesamte Ökobilanz müsste angeschaut werden. Und das andere, was du auch ansprichst, ist so der Begriff «from cradle to cradle», also eigentlich vom Beginn wieder zurückdenken zum «wohin geht das am Schluss wieder?». Ja. Also auch beim Hausbau nicht nur so, wenn man etwas konsumiert. Richtig. Auch in dem Fall. Es gibt dort übrigens sehr ein gutes Werkzeug, das ist von der KBOB. Ökobilanzdaten, wo man für jeden Baustoff also Umweltbelastungspunkte überkommt. Okay. Also pro Kilo von dem Baustoff ist dann manchmal eine Umrechnerei, aber also dort wird berücksichtigt Grauenergie erneuerbar, Grauenergie nicht erneuerbar, Boden, Luft, Wasserbelastung von dem Baustoff. Bei der Herstellung, beim Transport, beim Verbauen, bei der Benutzung, bei der Entsorgung. Und das gibt dann eine Anzahl Umweltbelastungspunkte von dem. Und wenn man das ein bisschen genauer studiert, kommt man also auch als Baubiologen recht auf die Welt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Massiv kommt man auf die Welt. Und es gibt zum Beispiel das Minergie A-Label hat die, also Minergie A, wo Grauenergie auch berücksichtigt, geht mit diesen Daten eigentlich von der KBOB, mit diesen Umweltbelastungspunkten, die sind dort schon eingebaut. Ja. Und, Vielen Dank, also es ist sicher mal spannend, um darauf zu schauen. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, die mich einfach sehr würde interessieren. Wenn ihr zwei jetzt könntet mitschreiben am neuen Baureglement, was müsste da eurer Meinung nach angepasst werden? Wären ihr da mutige Pioniere, die sagen, jetzt gehen wir aber voll? Also es gibt ja gewisse Gemeinden, die wirklich sagen, wir schreiben vor, so und so, jeder Neubau muss das und das gewährleistet haben, muss irgendwie so und so viel Eigenproduktion liefern oder wie auch immer. Da gibt es ja schon Gemeinden, die da relativ forsch unterwegs sind. Wie würdet ihr das sehen für Seefallen? Oder allgemein für Baureglement in der heutigen Zeit, auch mit Hinblick Energiewende 2050. Was müsste sich da tun? Also einerseits ist verdichtet Bauen ein Thema. Also darf man sein Grundstück besser ausnutzen.
darf das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Also, ich finde, es braucht dort irgendeine Klausel, dass man sich die Wintersonne nicht klaut, gegenseitig. Also, wenn ich jetzt plötzlich darf im Norden 4 Meter von der Grenze weg oder sogar vielleicht 3 Meter von der Grenze weg 10 Meter bauen und dem Nachbar einfach jegliche Wintersonne wegnehmen, dort müssen wir sehr gut überlegen, was man dort macht. Also aufgrund des neuen Baugesetzes, das wir haben, seit dem 1. Oktober 2017, ist jetzt ein Baureglement, ein Musterbaureglement von der Region ausgeschafft worden, von Sargans und Werdenberg zusammen. Und dort hat man eigentlich schon festgestellt, dass man es ist heikel, um einfach zu sagen, wir haben nur noch einen kleinen Grenzabstand, was nach dem Baugesetz möglich ist. Ja. Und dann tut man nur noch die Höhe eigentlich begrenzen in der Zone. Nicht mehr Kubatur, oder? Das hast du vorher auch noch mit gewesen, nicht? Ja, also das ist eben das Problem. Da kommt genau das, was der Huldi vorher gesagt hat. Dann kann es passieren, dass jemand 5-6 Grundstücke zusammen kauft und nachher einen riesen Klotz reinstellt. Mhm. Also das ist dann auch von der ganzen Baustruktur her problematisch. Darum ist man sich am überlegen, zumal allenfalls die Ausnutzungsziffer, die ja wegfällt, mit einer Baumassenziffer zu ersetzen. Aber auch das ist dann wieder heikel, weil wenn man dann die wieder zu tief ansetzt, dann tut man eigentlich die gewünschte Verdichtung, die man ja möchte, wieder verhindern. Torpedieren mit also, es ist ein schwieriger Grad, wo man muss das richtige Mittel finden. Und was jetzt einfach leider passiert, dass am Schluss haben dann wieder alle Gemeinden hier in der Region wieder andere Vorschriften. Also es wird nicht gelingen, dass man wirklich ein vereinheitliches Reglement herbringt in der Region. Ja. Vielleicht noch so eine Ausblicksfrage. Wie seht ihr das in der Zukunft aus eurer Sicht? Wie viel Energie soll oder vielleicht auch darf ein Haus in Zukunft noch brauchen? Kein. Für dich ganz klar? Nein. Null, also weil es geht. Nein, in Zukunft muss ein Haus sogar produzieren. Ja. Weil das geht heute schon. Dass wir Häuser erstellen, die Energielieferanten sind über das ganze Jahr raus und nicht Energiefresser. Das bedingt aber das grosse Problem, das wir haben, ist die Speicherung. Mhm. Also wir müssen eben nicht nur Energie produzieren können, sondern wir müssen Energie auch speichern können. Und das wird die Herausforderung sein von der Zukunft, dass wir die Energie auch innerhalb eines Einfamilienhauses eben vernünftig speichern und dann brauchen, wenn wir sie dann nutzen, wenn man sie braucht. Und nicht, es nützt nichts, wenn wir im Sommer einen Haufen Energie produzieren, wo sie niemand braucht. Und im Winter, in diesen 2 Monaten, die der Huldi vorhin erwähnt hat, haben wir keine rum, sondern das wird die Herausforderung von der Zukunft sein. Du sagst jetzt Herausforderung, gibt es da schon irgendwas? Ja, ich denke aber, dass man heute schon darauf schauen kann, dass man eben gut dämmt, aber dass man, wenn es ein Heizsystem hat, das niedrigste, tiefste Temperaturheizsystem hat, weil es einfach nach wie vor so wird sein, dass Sonnenenergie läuft auf tiefen Temperaturen besser, hat einen besseren Wirkungsgrad. Und jedes System läuft eigentlich auf tiefen Vorlauftemperaturen besser. Es ist auch nicht jeder Standort gleich. Es hat da Standort gerade in Seefelen, wo vielleicht 1 Stunde Wintersonne haben. Und dort wird es schon schwierig, jetzt keine Energie zu brauchen. Das ist oder? Und das mit dem übers Jahr keine Energie brauchen, also im Sommer einen Haufen Überschuss produzieren und im Winter dann gleich brauchen, das geht auch nicht auf, oder? Das ist eben ein Speicherproblem. Ja, aber ich warne davor, dass jetzt irgendwie, es wird dann schon Batterien geben, oder? Wo man den Strom könnte vom Sommer im Winter speichern, das können wir vergessen. Wenn, dann geht es mit Wasser oder mit gewissen Latenzspeichermaterialien, die vielleicht noch werden kommen, aber sich nicht zu fest auf die Technik verlassen, sondern auf das, was wir haben. Ich würde das gerne so eigentlich ein als Schlusswort stehen lassen, ausser du hättest das, würdest das noch gerne ergänzen. Also für mich kommt auch ein bisschen jetzt raus,
was jetzt in vielen Aspekten zum Tragen kann, ist energetisch sinnvolles Bauen, ist sicher ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Teil, dass wir mithelfen, alle die Bundesstrategie mitzutragen, nämlich Energiestrategie 2050, dass wir die umsetzen können. Ich denke aber, von der Thematik her können wir sicher auch breiter denken, also sei das von Thematik Pendeln, Arbeitsweg, wo können wir da Energie einsparen, auch Freizeit, wo sind unsere Naherholungsgebiete, wie kommen wir dort her, wie ernähren wir uns, von wo kommen die Sachen, zu welcher Saison, also Saisonalitäten berücksichtigen, grundsätzlich Konsum, mit was umgebe ich mich, was muss ich haben für ein gutes Leben. Also ich glaube, Energie hat noch ganz, ganz viel mehr Themen, die wir anschauen könnten. Vielleicht einfach noch zusammenfassend von unserem Energierundgang, den wir da gemacht haben, ja, da im Dorf. Wir haben sehr viel Lob seitens der Teilnehmer bekommen für eure Ausführungen, auch für die Häuser, die wir haben dürfen anschauen durften. Es waren noch zwei andere auch noch dabei gewesen, wo wir haben können quasi als Personen bei euch privat reinkommen und ganz konkret Fragen stellen zu, was läuft gut. Was würdet ihr wieder so machen? Wo habt ihr vielleicht jetzt schlechte Erfahrungen gemacht? Was würdet ihr ändern? Was hat es auch gekostet? Mhm. Was spart ihr? Also ich habe sehr, sehr positive Rückmeldungen gekriegt diesbezüglich, dass das so konkret passieren konnte. Wir konnten viele Ideen sammeln und neue Aspekte anschauen. Was aber auch klar herausgekommen ist, ist, wir waren relativ neubaulastig gewesen. Mit euren beiden Häusern und auch dem dritten Haus, das noch war. Und eigentlich das vierte Haus war das einzige, wo so ein Altbau war, der saniert worden ist. Da haben wir auch gedacht, dass wir in diese Richtung etwas weitermachen würden. Und dass wir auch uns überlegen, wie wir zum Beispiel im nächsten Jahr wieder so einen Rundweg machen könnten. Vielleicht mit Mietern, vielleicht auch mit Investoren, Firmen, Institutionen zusammen in einen Austausch kommen und eben auch vielleicht ein bisschen schauen, was kann ich machen, wenn ich schon ein Haus habe, wo kann ich ansetzen. Mhm. Ich denke, mit euch haben wir sehr schön können einmal aufzeigen, wir denken global, handeln lokal mit unseren Häusern und ich möchte mich ganz, ganz herzlich für eure Offenheit bedanken, dass wir bei euch einfach hineinschauen und frei von der Leber Fragen stellen, auch im Namen, glaube ich, von denen, die teilnehmen durften. Und ja, wir bleiben dran, dass wir die 2050 vorher schon schaffen, gell? Vielen Dank, Huldi Hug. Und auch dir, Peter Merz, auch fürs Gastrecht heute hier. Bitte, gerne geschehen. Merci vielmals.